Also, wir haben jetzt Kartoffeln geschält. Heute gibt es immer noch Fisch, Heringsfilet, zwei Äpfel dazu, ein bisschen. Aber ich habe gar nicht, ich habe doch viel Hunger, aber doch nicht so viel. Manchmal mehr und manchmal weniger. Kann man einfach hier, ich könnte natürlich auch ganz normal einen Topf nehmen. Ist viel einfacher, mache ich den Deckel oben drauf hier. Kann ich hier zudrehen, hier oben noch, habe ich so ein Ding. Und dann gehe ich einfach hier auf Rezepte, das Herz, Kartoffeln. Also ich ziehe den Stecker mal raus. Also wenn das Ding mal nicht funktionieren sollte, Stecker reinstecken in die Steckdose bitte. Und hier rechts auf der rechten Seite ist ein Anschalter. Dann kann man die Küchenmaschine auch benutzen. Ich ziehe alle Stecker raus. Da von der Heißluftfritteuse ist der Stecker auch rausgezogen. Weiß ich nicht, habe ich mir so angewöhnt. Auf Kartoffeln. Oder ich kann auf das Herz gehen. Ich glaube, das habe ich schon vorgespeichert. Ist eigentlich nichts Besonderes. Also kann fast jeder kochen, aber da kochen jetzt über. Finde ich das Kartoffelprogramm nicht. Kartoffelpulver. Kartoffeln. Also auf jeden Fall, letztes Mal konnte ich damit noch Kartoffeln kochen. Kartoffeln kochen, da. Kartoffelbrötchen steht da. Kann man nicht lesen. Ich habe so Hunger, Kohldampf. Das ist bei mir immer ganz schlimm. Dann habe ich auch immer ganz schlechte Laune. Kartoffeln kochen, da. Beginnen. Kleine Kartoffeln habe ich abgewogen. Drehe ich mal weiter. Salzkartoffeln, bla bla bla. Mixbehälter für 500. Also in den Mixbehälter machen wir 500 Gramm Wasser. Nimm einfach mal so einen Becher hier. Keine Ahnung. So, 500, perfekt. Wie gesagt, dann einfach das Ding hier wieder drauf machen. Dann weiter. Kochen, Salz, Behälter, wäre fertig. Kürfel, Salz, bla bla bla, Dampfgarn für die Stunde. Heißt jetzt auch, in einer Viertelstunde ist jetzt also die Kartoffeln fertig. Daumen oben da lassen, nicht vergessen. Die Schalen schmeiße ich gleich in Dingsen und dann geht es gleich weiter in einer Viertelstunde.